So, wir sind wieder da. Es hat sich nichts an unserer Lage verändert. Außer, dass ich jetzt hier das Spiel kurz abgespeichert habe, dass wir da einen Wiedereinstiegspunkt haben, denn ich denke, es wird nicht anders möglich sein. Jetzt steht er wieder da. Ist, ob ich mich vorbeischleichen kann. Ich werde jetzt mal ganz leise. Oh Scheiße, oh Scheiße. Ja, Gott. Das ist eine Stelle in dem Spiel. Ich liebe die so ungemein, diese Stelle. Das ist so bescheuert. Haben wir. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir irgendwie rauskommen. Steht schon wieder da. Es ist nervtötend. So, ich gehe mal leise vorbei. Wahrscheinlich muss ich warten, bis sie finster ist. Das geht jetzt sicher mein Leben drauf, ich weiß es. Komm, beruhig dich ganz normal, Lady. Schau, die hat sogar einen Badeanzug, da steht Pathos 2 oben. Sofort auf Bewegungen. Man muss da extrem vorsichtig sein. Bei jeder Bewegung schaltet die sofort auf. Anscheinend dürft sie nicht sehen, die dürft nur noch Gehör gehen. Aber ich schleiche ja eh. Ich bin gleich tot, Freunde. Das war's. Danke. Also es wäre schon vielleicht massiv empfehlenswert, da mal etwas anzudeuten, wie man das machen kann, denn egal wie leise man sich bewegt, sie weiß und sie hört einen und hat einen sofort. Ist man noch so leise, funktioniert es auch nicht. Wirft man Gegenstände? Nein, ach komm, nö, nö.
Wieso jetzt da hier vorne? Die ganze Zeit steht sie hinten wie ein Bock und jetzt steht sie hier vorne. Was für eine Scheiße, echt. Das ist doch so belämmert, das Ganze. Ich mach mal ganz kleine Tipper. Das dürfte funktionieren, aber da brauchen wir wahrscheinlich bis Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Gut, der Stream läuft erst 5 Minuten. Ach Gott, beruhig dich doch. Was denn? Ja, lach nur blöd. Mir hängen wahrscheinlich alle Federn beim Gesicht raus, nach den 3 Verwundungen. Das ist doch... Aber wir müssen ja keinen Hammer mitnehmen. Nein, Simon, du bist ja immer so schlau. Wer braucht schon einen Schraubenschlüssel oder irgendwas? Besser ist es ja, da halb kaputt und tot am Boden heranzuschleichen und zu robben. Das ist ja viel besser als... Ich werde es nie verstehen, aber okay. So. Wir haben es jetzt gleich geschafft. Nö. Ganz cool bleiben. So. Und tschüss. Ich hatte es schon ganz geglaubt, die kann da durchgehen. So, wir brauchen dringend mal erste Hilfe. Ein Griff in die Wau. So, aber es geht uns besser, auch wenn der Strom weg ist. Jetzt müssen wir nur wieder runter. Jetzt muss ich nur nachdenken, wie ich da runterkomme wieder. Das war, glaube ich... Was ist denn jetzt wieder? Dieses ewige Flackern. Ist schon ein bisschen nervend. So. Gehen wir mal da runter. Was für ein anstrengender Part. Ich wünschte, es wäre vielleicht schneller gegangen. Letztendlich haben wir es geschafft. Zwar nicht auf die elegante Methode, wir haben dreimal eine auf die Mütze bekommen, aber wir haben es geschafft. So, jetzt müssen wir nur schauen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder... Oh, Scheiße. Freunde, gebt mir doch ein bisschen eine Chance. Oh, nö. Das ist doch echt lächerlich, oder? Jetzt steht sie wieder genau da, wo ich entlang muss. Jetzt bin ich nur froh, dass ich vorher die zweite Tür da herunten aufgemacht habe. Allein durch den Lärm wahrscheinlich wird sie jetzt durchdrehen. Na toll. Ja, reg dich nur auf hinter der Tür. Nein! Natürlich kann sie Türen aufmachen. Wer kann das nicht? Nicht? Jedes halbwegs idiotische Trottelfiech da auf der Station kann Türen aufmachen.
So. Machst du nochmal. Ich werde dir dorthin folgen, wo auch immer er mir hinfolgen will. Wahrscheinlich in den Abyss hinunter, aber wer ist er? So, jetzt haben wir wieder die Tante Mietze da drinnen. Ist das nervend. Versuche mich langsam zu bewegen, dass sie den nicht wieder aufregt. Also die Tür zumachen, Fehler. Die Frage ist nur da hinten, werde ich mal kurz jetzt abspeichern dann. Natürlich. Nein! Ach komm, was soll die Scheiße? Also, das ist doch belämmert bei dem Spiel, oder? Also, das verstehe ich nicht. Wie? Spätestens hinten, wenn ich mit der Kesseln rede, bin ich dann tot. Das gibt's ja nicht. Ich kann die nicht umlegen und ich kann die Tür nicht zumachen und ich kann nichts tun. Das ist doch bescheuert. Das verstehe einer bitte. Ja, du folgst mir dort, aber wie war's, wenn du mir die blöde Dussi einmal vom Hals haltest? Ich werde da irrsinnig dankbar. Das ist doch bescheuert da. Idiotengespiel. Muss mich wirklich ärgern. Das ganze Zeit war so genial gut. Und dann sowas. Ich kann die ja nirgends einsperren, die kann ja Türen aufmachen, die Tante kann ja alles. Und auf welcher Distanz die mich hört, weißt? Vorher haue ich ein Benzinkanister genau auf die Fresse, da reagiert sie überhaupt nicht. Und dann bin ich 4 Kilometer entfernt, mache einmal einen leichten, lauteren Schleicher und schon ist sie da. Wenn sie jetzt wiederkommt, dann weiß ich, dass das geskriptet abläuft, dann muss ich irgendwas anderes tun. Sobald ich mich zu weit entferne, rennt sie los. Moment, bin ich leise. Moment. Ist nichts, wo ich irgendwo Schuld erkenne. Ja, und sie kommt wahrscheinlich wieder. Ja. Gut. Damit rennt es geskriptet ab, aber das ist bescheuert, einen Spieler so beizubringen, dass du dich nicht entfernen darfst. Zumindest könnte man ihm ja einen Hint geben, ja, dass hier irgendwo noch was zu erledigen ist. Aber wir haben einen Akku, wir haben ein Gel. Wir haben doch alles. Was fehlt uns denn noch? Da bitte, wir haben alle drei Sachen. Also, was will dieses blöde Idiotenvieh von uns? Der war in der Ladestation. Verfolge.
So, jetzt bin ich da herinnen und? Ich wüsste nicht, was ich machen soll. Ich komme zur Catherine nicht zurück. Wir haben alle drei Teile. Wir haben alle drei Teile. Was sollten wir noch tun? Was ist noch zu machen? Sobald ich mich zu weit weg entferne, rennt mir dieses Vieh nach und macht mich alle. Es geht also nicht nach Ton. Ich muss anscheinend irgendwo noch eine Aufgabe erfüllen. Aber ich habe keine Ahnung, was und wie und wo und wann und dann noch was zum Reinlegen. Nein, da kann ich nichts reinlegen. Dich kann ich nicht nehmen. Ich würde dich ja vorschicken, damit die Olle auf dich losgeht, aber geht nicht. Und den Chip kann ich da auch nicht nehmen. Nö. Und die Frage ist, warum dieser Chip da dauernd glänzt. Was will er mir sagen? Das bringt genau nichts. Nüsse. Ah, nicht? Der ist ziemlich fest und dicht. So, schauen wir mal da. Die haben wir uns noch nicht angesehen. 11:21:04. Gel initiiert. Null Uhr 02. Dann fängt es zum Wuchern an. 3 Stunden 16 Minuten. Dann nach 11 Stunden 21 bildet sich da so eine Art wie ein Herz oder was das ist. Nach 26:02 ist das schon ein halbes Fieder. Bei Theta Strukturgel. Testformel, Setup, gespaltene Platina, Mikroakku, suboptimal, vorherige Ergebnisse, Schaltkreis, nachgeahmt, systemischer Schocktod. Mhm. Hilft mir im Moment aber nichts weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich da vorbeikomme bei dieser bescheuerten Dussi. Da ist die Wau, da ist die Wau, da haben wir zweimal Wau herinnen. Wau, Wau. Ja, das kriege ich nicht auf. Ich habe keine Ahnung, die hat keinen Kopf mehr und trotzdem höre ich dauernd Geräusche. Das dürfte da von dem Laborversuch noch sein. Wer ist das? Die kann doch ohne Kopf keinen Ton mehr von sich geben. Etwas überfordert. Da ist alles zu. Da kommen wir nicht weiter.
Wenn in den medizinischen Raum reingehe, dann steht die Tussi dort. Wahrscheinlich einfach außen vorbeigehen und tschüss, funktioniert nicht. Das wissen wir jetzt schon mal. Wir wissen aber auch, dass wir anscheinend noch etwas machen müssen. Wir haben die drei Teile. Wir müssten eigentlich zu Catherine zurück und kommen nicht dorthin, weil plötzlich die da unten steht. Die Figur erscheint uns da, die eine, und sagt, ich folge dir dorthin. Aber wir kommen ja gar nicht dorthin, weil wir vorher schon drauf gehen. In dem medizinischen Labor gibt es sowas wie MRT oder CT oder was? Ich kann die ja nicht mal wo reinlocken. Was soll ich denn tun? Ich kann die ja nicht mal einsperren. Geschweige denn sonst irgendwas machen. Kann ich da irgendwas tun? Nö, da haben wir die Rattenversuche. Da haben wir ja vorher schon geschaut. Auf der anderen Seite... Das ist ein Raum ohne Funktion. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Da sind Fischversuche, da kann ich nichts nehmen. Da kann ich auch nichts nehmen. Und die sind leer. Und das kann ich nicht anklicken. Das ist völlig funktionsfrei und das auch. Also. Ich kann die auch nirgends einsperren, weil die Konsolen nicht mehr funktionieren. Ja, da können wir Informationen abfragen, aber die funktioniert nicht mehr, da geht nichts. Die Frage ist, was muss ich tun? Was muss ich tun, damit ich bei der vorbeikomme, bei der bescheuerten Lady? Ja, genau. Das ist meine Frage. So. Und um euch nicht mehr weiter Zeit zu stehlen, weil ich sage, wir wollen uns nicht die nächsten 6 Folgen nur anschauen, wie ich bekackt durch die Gegend laufe und immer wieder sterbe an der Dusse, weil das ist auch deprimierend. Deshalb werde ich jetzt den Stream hier stoppen. Es sind eh schon wieder 23 Minuten. Werde mich etwas schlau machen und werde beim nächsten Stream dann alles vorbereiten, damit wir da weitermachen können, damit ihr weiter genießen könnt. Okay? Bis dann.